Hallo und herzlich willkommen zurück zu Real Nico, zu einem neuen Werder-Talk. Es gibt was Neues zu berichten. Ich habe euch gesagt, ich werde mich immer mal melden, wenn ich was sagen will oder wenn ich was Neues habe oder wenn es was Neues gibt. Und in dem Fall, ja, heißt das Thema heute Chong. Chong von Manchester United zu Werder Bremen. Eine Laie ist im Gespräch. Chong war gestern wohl schon am Weserstadion, wurde am Weserstadion gesichtet. Für die Leute, die jetzt erstmal sagen, Chong, wer ist das? Ich packe mal unten in die Videobeschreibung einen Link rein von ein paar Highlights von Chong. Ja, da könnt ihr ein bisschen die Skills und Tore ansehen. Ja, jetzt meine Meinung zu Chong. Ich kann euch sagen, also ich glaube, dass das sehr, sehr wahrscheinlich sein könnte, sogar, dass Chong kommen könnte. Weil nicht nur, dass er also wohl gestern am Weserstadion war, sondern für mich sind viel eher Sachen wie, dass Baumann diesen, nicht dieses typische, was er eigentlich immer sagt, er sagt ja eigentlich immer, diese Personalie werde ich nicht kommentieren oder erst wenn das fest ist, werde ich was dazu sagen. Zu Chong hat er direkt praktisch gesagt, dass es eine Option für Bremen ist, bei größeren Vereinen junge Spieler, schnelle Spieler, talentierte Spieler auszuleihen. Und ja, damit praktisch, ja, was heißt bestätigt? Aber also er hat es nicht bestätigt, aber er hat es auch nicht dementiert. Es ist halt einfach eine andere Aussage, als die man vom Baumann so kennt. Von daher kann ich es mir schon relativ gut vorstellen. Vor allen Dingen passt es auch in das Muster. Der ist sehr, sehr jung schon. 20 Jahre alt, wird am Ende des Jahres 21. Ist extrem schnell, dribbelstark, traut sich in die Zweikämpfe und feuert auch mal einen ab. Und gerade dann auch noch schön als Linksfuß. Finde ich allgemein immer gar nicht mal so schlecht, wenn du auf dem rechten Flügel Linksfuß hast, der dann reinzieht. Ich habe auch so zwei, drei Szenen gesehen, die haben einen so ein bisschen an, ja, so ein bisschen dieses Arjen Robben-like, was man so von ihm kennt, geähnelt. Dieses rechts langlaufen, dann in die nach links reinziehen und das relativ schnell und dann abschließen. Ist übrigens auch in dem Video drin, was ich unten verlinkt habe. Übrigens, ich habe mit dem Kanal unten nichts zu tun, den ich verlinkt habe. Ich habe das einfach so gemacht, weil, also ich verlinke den einfach so, weil halt eben, da kann man was von Chong sehen. Und ich werde das auch in Zukunft öfters machen. Auch so kleinere Werder-Seiten verlinken, an denen ihr ganz, ganz schnell immer so News auch seht auf Instagram. Ja, könnt ihr mir gerne mal schreiben, ein paar. Und dann werde ich auch ein paar gerne verlinken. Ja, dann ein weiteres Thema. Also wie gesagt, zu Chong. Ich würde diesen Transfer sehr, sehr begrüßen. Ist ein sehr schneller Spieler. Ich habe ja gerade eben schon die Stärken aufgezählt. Brauche ich jetzt nicht nochmal machen. Und vor allen Dingen jetzt mal vorausgedacht, wenn Rashica geht, hat man da halt schon tempomäßig einen ähnlichen Ersatz, einen Flügelspieler. Es ist ein guter Transfer, meiner Meinung nach. Und ja, vor allen Dingen, wenn dann jetzt auch noch Kruse kommt, dann hätte man so ein bisschen zwei Fliegen geschlagen, weil einerseits hast du die Rashica-Millionen, aber Kruse ablösefrei und Chong Ausleihe. Es wäre schon ein guter Move, denke ich mal, für alle Beteiligten. Ja, jetzt noch ganz kurz, so vom Herzen Abschied von Finn Bartels, der sich jetzt Kiel angeschlossen hat. Ich blende hier auch immer mal Berichte ein, Screenshots. Auch über Chong werde ich wohl gerade eben mal was eingeblendet haben, denke ich mal, hoffe ich mal, dass ich im Schnitt das gemacht habe. Und ja, Bartels ist jetzt bei Kiel, Bargfrede ist weg, Langkamp ist weg. Schreibt mir gerne was in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ja, ich hätte mit Bartels eigentlich ganz gerne noch verlängert. Ich denke, dass auch Bartels da noch mal ein Jahr geblieben wäre. Einfach als Option nochmal, genauso wie mit Bargfrede. Man hätte, glaube ich, mit beiden auch einen leistungsähnlichen Vertrag machen können. Denke ich. Ich kann natürlich jetzt auch nur so reden. Aber ja, einfach um die noch in der Rückhand zu haben. Aber ich verstehe auch irgendwo, dass man sagt, man macht jetzt diesen Umbruch. Und will halt nun mal so ein bisschen jünger werden, sich anders aufstellen ein bisschen, gerade aufgrund der letzten Saison. Ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und ja, da werde ich mich wahrscheinlich im Laufe der Woche wieder melden. Denn ich denke, im Laufe der Woche werden wir auf jeden Fall was dazu hören, ob Kruse jetzt zu Bremen kommt oder zu einem anderen Verein geht. Und Chong. Und dazu mache ich dann nochmal ein Video zu beiden. Das aber das Hauptmerkmal auf Kruse, weil ich eben denke, also meiner Meinung nach stand jetzt, dass das mit Chong schon sehr gut aussieht und ich denke, dass das klappen wird. Ja, bis dahin, euer Real Nico und ciao.